Guten Tag, hier ist der Rob und der Rob spielt heute Train Simulator 2012. Wir fahren mit einem Intercity 1, Intercity Express 1 nach Hagen, von Siegen nach Hagen. Ich glaube, die komplette Strecke, ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, wo wir starten, aber das ist nicht so schlimm. Wir schreiben die Folge 19. Und wir werden da ziemlich Gas geben und werden mal testen, wie schnell der ICE 1 fahren kann. Und da steht es auch schon: Good morning, driver. Today you have been given the honor of driving the ICE 1. During the speed test between Siegen and Hagen, you will not need to pick up any passengers. Also, we have been given special permissions to run at the new speed limit with sections of the track up to 220 Kilometers. Also, for this test you will have bla bla, keine Ahnung. So, ist auch nicht so wichtig. Wir wechseln mal hier ein bisschen runter und gucken uns die ganze Chose an. Guck mal hier, wie schön. Kleine Idee. Ja, wir müssen niemanden aufnehmen, daher fahren wir auch direkt los. Das ist das Cockpit. Gehen wir uns auch mal angucken. Etwas anderer Sound und auch ich finde einfach eine angenehmere Sicht als im ICE3. Wir dürfen auch direkt ab Anfang 160 fahren. Mir persönlich gefällt das. Wir gucken außen. Also direkt der Stromabnehmer am. Wie nennt man das hier? Steuerwagen. Ist das ein Steuerwagen? Ne, ist kein Steuerwagen. Ist ein Triebkopf. Ein sogenannter Triebkopf. Ist es so? Ist es nicht so? Kommentiert das doch bitte. Ha! So. Hier auch wunderschön. Da dampfen die Schornsteine. Schön. Das gefällt mir. Bisschen Werbung. Ich bin das hier schon mal gefahren. Es wird ziemlich holprig, weil die haben natürlich die Streckenlimits etwas hochgesetzt. Vielleicht wird es auch ein Entgleisungsvideo. Ich habe da auch schon mal eine Entgleisung erlebt. Dann sehen wir einen Zugunfall und damit ist dann auch das Szenario beendet. Aber wir gucken mal. Oh. Der Autofahrer lebt gefährlich. Habt ihr das gesehen? Unglaublich. Schleudert einen um die Ecke. Mein Gott, kann man hier überhaupt so schnell fahren? Ach nee. Doch, wir fahren mal schneller. Ja, schneller. Immer schneller. Gucken uns mal das Interieur an. Wir sind ja gleich schon bei 160. SIFA, alles da. Mein Gott. Jetzt sollen wir aber nicht zu schnell fahren. Ist ja schließlich ein Karriere-Szenario. Obwohl ich jetzt nicht genau weiß, wie wir da Punkte sammeln können. Ist ja ein toller Stromabnehmer. Schön. Vielleicht dürfen wir sogar 190 fahren. Die Fahrgäste werden wahrscheinlich jetzt auch rumgeschleudert. Und brechen in den Gang, ja? Naja, ist halt so. Ja, normale Streckengeschwindigkeit wäre hier 140. Machen die. Oh, nee. Doch, 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 können wir schon mal beschleunigen. Bam, 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 bam. 14.07.08, aha. Zug ist leider stehen geblieben hier. Muss vielleicht mal gewartet werden, der Zug. Kommen überhaupt nicht auf Geschwindigkeit, ne? Unglaublich. Da kommt auch jemand entgegen. Hallo. Oh, da muss ich noch bremsen. Ein bisschen bremsen. So.
Hier nur 160. Ja. Können wir wieder etwas schneller? Ja, das ist wieder ausgefallen. Ah, ne, jetzt geht's wieder. Die Tastensteuerung fällt hier schon mal aus. Was macht denn hier so komische Geräusche? Wir sehen ein paar Güterwagen. Oh. Schön. Ah, wenigstens mal gutes Wetter. Hier regnet es nicht. Das gefällt mir. Also gleich dürfen wir 200 fahren. An Berg hoch 200. Dass die Karre schafft. Ich weiß es nicht. Vermutlich nein. Wir gucken auf jeden Fall mal hier. Einfach mal. Beschleunigen schon mal etwas. So. Können wir den Streckenverlauf etwas angucken. So. Jetzt können wir mal beschleunigen. Berg hoch. Gucken, wie das geht. Ja, es geht langsam auf jeden Fall. Der hat sogar ein Bordrestaurant. Wie schön. Immer einen rum. Haben wir auch ein Bordrestaurant? Ich möchte, dass wir ein Bordrestaurant haben. Ist das das? Ja, hier ist es. Unser Bordrestaurant. Schön. Können wir ja mal was essen gehen. Wir hangeln uns mal weiter durch. Oh ne, das falsche Seite. Durch, ne? Kopf 2. So. Wir gucken mal, wie es aussieht mit 166. Ist ja auch noch nicht so viel. Locker. (170) sind wir schon mal. Da vorne ist auch, ne, müssen wir vielleicht mal ein bisschen bremsen. Achso, bremst von selber, gut. Oh, 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 oh. Das sind Erschütterungen, also wir sollten auf jeden Fall schon mal Rettungskräfte an den Endbahnhof bestellen. Achso, vielleicht sind überhaupt keine Fahrgäste anwesend. Das könnte natürlich auch sein. Ich hoffe es für sie. Die werden ja völlig durcheinander gewürfelt. Fahrgäste würfeln. Da wird gearbeitet. Gucken mal. Hier. Schön. Gas geben bringt aber gar nichts, ne? 17,9 Steigung ist auch, 18 ist auch viel, würde ich meinen. Wir hupen mal. Ach, richtig schön, Makrofon. Geil. Haben wir eine? Ne, haben wir nicht. Scheibenwischer ausprobieren. Oh, besonders schnell. Dass wir da nicht aus der Kurve fliegen. Ist ein Glück für uns. Hupen im Tunnel. Hört sich nicht anders an als außen. Hm. Hier können wir mal reingucken. Hauptschalter ein. Hm. Jetzt geht's aber runter. Da müssen wir ein bisschen gegensteuern.
gucken mal auf die Strecke. Funkverkehr. Interessant. Vorne ist 140, da sollten wir. Ach, das ist in einem Kilometer. Ich hoffe mal, die elektrische Bremse bremst damit. Hofft man dann. Hiermit, wie geht das nochmal? Geht das so? Nee. Wie ging das denn nochmal mit der? Hiermit? Bisschen mehr. Hier geht so schnell den Berg runter, da müssen wir etwas. Elektrischen Bremse mitbremsen. Mit der, hier ist sie nochmal, Wechselspannungs-, nee, Widerstandsbremse. Widerstands-. Ich lasse das einfach mal so stehen. Darf es nur nachher nicht mehr vergessen, wir sind ja schon mal mit dem ICE 1 gefahren. Da habe ich dann vergessen, die Widerstandsbremse wieder zu lösen, das war nicht schön. Kein einziger Halt. Na gut. Wie die Vögel immer singen. Etwas bremsen. Jetzt geht aber steil bergab hier. Steil bergab. Das sind ganz schöne Erschütterungen hier. Hoffentlich hält der Zug durch. Ich möchte länger hupen. Das Lennebergland. Schön. Oh, eine 151er, wie schön. Doppeltraktion. Können wir mal ein bisschen, warum? Ach, geht das wieder nicht. Ein schönes Rumgeschleiche hier. Ich möchte schneller fahren. Ja. Schneller. Krombacher? Wie viel haben die wohl für diese Werbung im Spiel, in-game bezahlt? Ja. Möchte ich ja nicht wissen. Ah, da vorne geht es wieder los. Ja. Da können wir wieder 170 fahren. Das ist ja schließlich ein Hochgeschwindigkeitstest.
Wakel, Wakel, Wakel. Wie er sich schlingert durchs Tal. Schön. Schönes Fahrgeräusch hat er. So ruhig. Jetzt gleich geht's ab hier. 40. Sind wir die ganze Zeit gefahren? Jetzt 170. Also, müssen wir richtig Gas geben. Fällt fast um, also schon ziemlich grenzwertig hier. Schön. Wir müssen beschleunigen. Sollte eigentlich alles grün sein. Oh, 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 oh nein! Nein! Minus 4! Scheiße. Minus 4 Punkte, das ist nicht schön. Gegenzug. Vorne kommt wieder 140. Noch 64 Kilometer. Ganz schön wenig. Wir sollten auf jeden Fall etwas bremsen. Jetzt sind wir gut. Ja. So. Der Mann, der hinten drin sitzt, guck mal. Schön. Schön. Holztischchen. Sogenannte Holzklasse. Ja, sieht da auch ansprechend aus, ja, ansprechend. Oben auf dem Dach. Kupplungsansicht. Mhm. Sollte ein bisschen schneller fahren, aber das geht jetzt wieder nicht. Ja, ich denke, wir dürfen auch noch schneller fahren. Das möchte ich. Oh nein, 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 nein. So. Wieso geht das manchmal und manchmal geht es nicht? Das verstehe ich nicht. Muss mir mal einer erklären, dass die Tastensteuerung manchmal geht und manchmal nicht.
Es entzieht sich. Geht einfach nicht. Obwohl die Bremse geht, ne? Ja. Das müssen die irgendwann mal abstellen hier. Das möchte ich nicht. So, jetzt können wir direkt mal Gas geben. 170. Gott! Da wären wir fast rausgeflogen, würde ich jetzt sagen. Das war ja ein Ruckler. Meine Fresse. Wird ja selbst dem Blockführer schlecht. Vorne ist hier 140. Ja, man sieht es ja hier an den, wenn die ja Geschwindigkeitstafeln stehen, dann sind die immer weitaus niedriger, als wir im Moment da durchfahren. Daher auch diese extremen Wackler. Vielleicht sehen wir nochmal eins. Jetzt kommt keins, ne? Wenn ich mal was erklären will, nee, nix, kommt nix. Toll. Schönes Spiel, super, es arbeitet mir immer zu. Ganz toll. Naja. Gucke nochmal außen. Wir haben schon wieder eine Minute verloren. Das ist nicht gut. Nachher kommen wir nicht pünktlich, ja? Und ich möchte ja so gerne pünktlich kommen. Gegen ICE. Vor dem Tunnel hupen wir. Was sind denn das für Schalter? Schön. Oh, hier kann man sogar. Was ist das? Horn Control. Yay! Yeah. Ja. Da vorne dürfen wir 200 fahren, da möchte ich hin. Jetzt geht die Tastatur auch wieder. Na toll. Mal an, mal aus. Oh, wie sieht das lustig aus? Wo ist denn hier der Bagger? Da muss ja irgendwie ein Bagger sein. Ach nee. Na, da ist der Gabelstapler. Dürfen wir das erste Mal 300 fahren. Geil. Yale.
mal den beschleunigenden ich speichere das Spiel auch hier mal ganz kurz ab. Einfach so. Weil ich nämlich schon ahne, dass es vielleicht gleich abbrechen wird. Dann sehen wir zwar einen Zugcrash, aber können von hier nochmal anfangen vielleicht. Ja. Wäre ja auch doof, wenn wir so ein Szenario dann nicht zu Ende fahren. Es wird immer ruckeliger. Oh, 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 oh. Die Erschütterung sind ja also... Fast 180 jetzt, 180. Mein Gott. Da war es ja schon ganz schön. So sieht's aus von innen. Schön. Oh! Yeah! Doppelentgleisung. Wie schön. Oh, oh. Unten alles aufgerissen, ja, man sieht's. So. Da sind wir. Und fahren jetzt nur mal neu geladen, ja. Den Ladevorgang habe ich mal rausgeschnitten. Fahren jetzt nur mal 160. Vielleicht geht es dann besser. Wenn uns der andere Intercity Expresszug dort entgegenkommt. Ja, hier sollte es jetzt... Jetzt bin ich sehr gespannt. Hier auf dem Stück ist das ja eben passiert. Aha, passiert nichts. Schön, dann können wir auch Vollgas geben. Das ist nämlich die einzige heikle Stelle, die man da überstehen muss. Zum Glück habe ich da noch abgespeichert. Mein Gott. Lucky, lucky. Haben die Jungs bei dem Entwickeln des Szenarios nicht richtig aufgepasst an der Stelle. Wir werden nie wieder nicht bis 200 kommen. Aber wir haben eine waschechte Zugentgleisung gesehen, ja. Ist ja noch nie vorgekommen, außer bei diesem... bei diesem Szenario auf der alten Strecke Rinkenberg, wo wir mit dem Schienenbagger gefahren sind. Hier geht wieder gar nichts. Aha. Vorne ist 140. Jetzt geht's aber rapide gegen... Aha. Mal hinten rausgeguckt. Schön. Hm.
Ich möchte doch 200 fahren. Hm. 17:28, 17:42 sollen wir da sein. 14 Minuten. Ich bin sehr gespannt. Gucken uns das Ganze nochmal von außen an. An der Lenne vorbei. Ha! Schüttel, schüttel. Sieht das eigentlich hier aus? Ah, okay, dann geht das auch. Aha. Mhm. Ah, Hilfe! Punkte kassiert, weil zu schnell. Das ist nicht gut. Fällt da fast vom Gleis, der arme Kleine. Schön. Etwas gebremst. Nochmal etwas gebremst. Jetzt gleich wieder 170. Jetzt. Schön. Das wackelt hier.
zu schnell, das ist zu schnell, das ist zu schnell. Oh, 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 immer mehr Minuspunkte, das ist nicht gut. Scheint noch immer etwas Gefälle zu haben, die Strecke, oder meine ich das nur? Was ist, heißt denn diese 3,0? Oder geht es eher aufwärts? Scheint eher aufwärts zu gehen. Ich muss schon ziemlich Gas geben, damit der Zug etwas beschleunigt. Kommt doch um die Ecke. Ein schön langes Ding. Vorne kommt wieder 200. Ich glaube, ich werde einfach mal speichern. Dürft ihr gerne miterleben. So. Dann, nicht, dass da wieder so ein Fiasko passiert wie eben. Können wir wenigstens nochmal laden. Das sollte ja möglich sein. Geht's los hier. Wir starten. Raketenabschuss. Schneller ICE, wir warnen mal. Kurven machen mir immer Angst. So. Oh oh. Ich lasse die Kiste gleich wieder auseinanderreißen. Nach so einem Schlenker schon so ein komisches Geräusch kommt, dann habe ich persönlich Angst. Aber wir dürfen jetzt gleich auch eigentlich in Hagen eintreffen. 11,7 Kilometer. Ja, wir gucken uns das Ganze nochmal von draußen an. Schön. Na.
Gegenzug. Vorne ist 140. Da müssen wir auch ganz schön reinhauen. Richtig reinhauen. Jawohl, das war's auch schon. Beide bremsen wieder normal. Fahren wieder 140. Gegenzug. Beide Bremsen sind. Ja, genau. So muss es sein. Ja, hier möchte ich auch nicht mit 200 durchblasen. Da ist wahrscheinlich auch wieder so eine kleine Entgleisung angesagt. Ah, wir kommen Hagen langsam näher. Schön. Kollegen mal grüßen. Und noch ein Kollege. Oh, 141, das ist zu viel, das ist zu viel, das ist zu viel. Minus 81 Punkte. Scheiße. Da vorne ist 100. Naja, haben wir auf jeden Fall relativ, ne? Vorne 60. Ja, jetzt sind wir gleich in Hagen und dann, ja. Just in time sozusagen. Hoffe ich mal, dass wir da noch pünktlich ankommen. Vorne ist gleich 60. Schön. Ganz langsame Ellenfahrt hier. Oh Gott. Hat der Zug rumgerissen. Schlingel, 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 sag ich dann mal. Oh. Hä? Wieso zu schnell? Sehe ich nicht. Langsam könnte es höchstens sein.
Türen auf. Müssen wir überhaupt Fahrgäste abholen? Ja. Ja, da sind wir ja schön durchgefahren mit einem schönen Crash dazwischen. Wunderbar. Und pünktlich, ja. Wir werden jetzt nochmal gucken. Das ist ja auch Karrieremodus. Was wir dafür kriegen. Wie viele Pünktchen da nur bei rumkommen. Wenn wir da jetzt korrekt gehalten haben. Yeah. 1000 Punkte. Geil. Das sind wir. Sind wir das? Haha. Gucken nochmal. So. Gut. 1012. Was für einen Rang haben wir da? 1110 ist der erste Rang. 102. Oh, ja, das ist natürlich ganz schön weit hinten. Naja, aber ist ja auch nicht so schlimm. Gucken wir nochmal die Einsatzbesprechung durch hier. Geschwindigkeit, 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 Pünktlichkeit. Ja, das geht doch. Ne? Da kriegt man immer noch für die Waggons. Ach, die im Bahnsteig stehen, das glaube ich, ja. Ja, gut. Das war ein kleiner Test mit dem ICE 1. Wie immer, könnt ihr unter dem Video kommentieren, liken, disliken, wie auch immer, auf Facebook adden. Oder auch nicht. Wenn ihr kein Facebook habt, dann lasst es sein. Es nützt euch nämlich nichts. Gut, der Rob sagt tschüss und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal in Folge 20.